Ja, Grußfrequenzen offen, ne? Das wollte ich schon immer mal sagen. Ich bin nicht nur Nerd, sondern auch Technologiespezialist und technischer Projektleiter im Bereich Forschung und Vorentwicklung bei der Diehl Aerospace. Wir machen die Elektronik für die Diehl Aviation, die Computer, die Software, die Systemauslegung. Da bin ich zu Hause. Hallo. Recht breit aufgestellt, von der tiefen Technik bis aber auch organisatorisch-strategischen Zielen. Ich glaube, grundsätzlich kommt es davon, weil ich eine recht kreative Person bin. Nicht so gerne in der Kiste denke, eher außen herum. Und den Status quo, egal ob technologisch, kulturell, organisatorisch, eigentlich nie zufrieden bin. Aber ich hoffe auf eine sehr konstruktive Art und Weise. Das da hinten übrigens ist Marvin, technischer Projektleiter von Cabin Business Incubator. Der hat auch einen eigenen Blog, den müsst ihr euch mal geben. Hallo, ich habe es gerade schon mal erwähnt, den Smart Cabin Business Incubator. Was ist das? Ein interdisziplinäres Team aus Experten aus dem gesamten Teilkonzern mit unterschiedlichster Expertise. Aber wir alle teilen ein Ziel. Wir wollen die Kabine smarter machen, intelligenter machen, Daten reinbringen, Daten rausbringen und basierend darauf bessere Produkte für Passagiere, Airlines, also Operateure und unsere Kunden, OEMs etc. generieren. Ein Aspekt ist auch das Umsetzen von Prototypen. Dafür würde ich euch jetzt gerne mal das Innovationslabor zeigen. So, jetzt sind wir auch tatsächlich im Innovationslabor. Das ist so ein bisschen mein Zuhause. Das ist eine Mischung aus Besprechungsraum, Labor, Werkstatt. Hier ist ein ziemlicher Nexus an theoretisch und praktischer Arbeit in der Forschung. Unter anderem beschäftige ich ja auch immer so 5 bis 10 Studenten, die an verschiedenen Projekten arbeiten. Aber in der Regel findet man auch mich hier ständig. Willkommen erstmal. Spannend ist da sicherlich auch mein Kontext, das Steckenpferd des Kabinenmanagementsystems. Vereinfacht gesagt, ein System, was in der Flugzeugkabine alles steuert. Und die Funktion für die Crew darstellt. Da hat Diehl mal entschlossen, ein Kabinenmanagementsystem zu machen, welches ich dann initial definieren durfte. Und mittlerweile fliegt es. Und da bin ich natürlich auch ziemlich stolz drauf, da den Initiator gegeben zu haben. Das hier ist der allererste Prototyp. Den habe ich hier designt. Und der sammelt in der Tat alle Daten aus der Kabine ein, steuert alle Systeme. Bietet übergeordneten Systemen diese Informationen an. Mittlerweile sind wir da ein ganz Stück weiter. Das heißt, sowohl Ideen, Sensoren, Geräte und aber vor allen Dingen auch diese Kernkonzentratoren. Da erwarten euch viele spannende Dinge und ich würde sagen, die neue Generation bringt da ein paar disruptive Überraschungen für euch. Macht's gut!